Willkommen bei Swiss Trader. Ich will hier mal einige Dinge zeigen, aber zuerst nochmals zu den Risiken. Lesen Sie da den Risikodisclaimer auf https://daytrader-website. Es ist immer extrem gefährlich, Geld zu verlieren. Man muss wirklich schauen, dass man einen Broker hat, der günstig ist. Sonst ertrinkt man in den Gebühren und es gibt Slippage. Also es ist eigentlich sehr, sehr schwierig, einen guten Broker zu finden. Also da aufgepasst. Es gibt auch sogar Broker, die dann nicht mehr auszahlen, wenn man Gewinne gemacht hat. Ich habe jetzt zwar dieses Problem jetzt in letzter Zeit nicht mehr gehabt, aber ganz insgesamt in meiner ganzen Story bin ich noch immer im Negativen. Ich bin etwa seit einem halben Jahr produktiv und ich bin einfach extrem geizig und extrem vorsichtig geworden. Ich will mal was erzählen zu Trendlinien. Da die Trendlinien, wenn man selbst zeichnet, die habe ich jetzt da auf Rot, wenn ich diese selbst zeichne. Und ich habe noch die sogenannte Trendline Function hier. Die ist von TradingView gratis. Also hier nutze ich jetzt auch das gratis TradingView Set. Es hat einige Einschränkungen. Also man kann immer nur ein Fenster offen haben. Aber momentan reicht das für mich. Man kann keine die VSPV, also zum Beispiel das Volumenprofil ist nicht drin und so weiter. Aber das wichtigste Tool, also vor Volumenprofil, sind wirklich diese Trendlinien, Kanäle. Und wenn wir sind jetzt da im Daily Chart, Tageschart, wenn wir das anschauen, da sehen wir schon ganz deutlich Kanäle und diese sind einfach extrem wichtig. Die sind so extrem wichtig. Die sind eigentlich zum wichtigsten Werkzeug geworden, weil es immer wieder Symmetrien gibt. Also hier habe ich jetzt markiert, da der DAX, hier ein steigender Keil. Ein steigender Keil ist zum Beispiel ein Ausdruck einer Verlangsamung. Und da, das werde ich dann nachher noch zeigen, da dieser prompte oder sehr plötzliche, nein, was, das ist ja der Tageschart. Im Tageschart ist es auch extrem wichtig, wenn man da Kanäle sieht. Wir sehen hier der Kanal und der ist hier gestoppt, ist ja so nicht drunter gegangen, obwohl das da ein Ermüdungskeil zu sein scheint. Also irgendwann wird es da massiv nach unten gehen. Schauen wir mal die Stunde an. Und dann waren mal zuerst die 4 Stunden. Also da ist wieder der Kanal, den ich gezeichnet habe von Hand. Wir sehen, es ist ja nicht mehr so präzis, aber er ist immer noch da. Und diese Symmetrien sind nach wie vor immer da, sind also extrem, auch in Zeiten von hoher Algorithmisierung sind die Symmetrien immer noch da. Schauen wir die Stunde an. Da haben wir die Kanäle immer noch. Wir sehen das auch immer noch deutlich in der Stunde, wie das funktioniert. Und jetzt da natürlich feinere Kanäle durch diese Trendline Function. Also das ist mal morgens sicher das Erste, das man macht. Man schaut die Kanäle an in verschiedenen Auflösungen. Und ich habe das zum Beispiel am Freitag auch gemacht. Und ein Moment, ja da.
Also ich habe hier den Aufwärtskanal gesehen und ich wusste, ja, das geht wahrscheinlich nach unten am Aufwärtskanal. Aber da ist er runtergerannt und dann wieder raufgesprungen. Und diesen Raufsprung habe ich unterschätzt und habe hier massiv Geld verloren. Aber weil ich wusste, dass es wieder runterkommen konnte, konnte ich das wieder kompensieren. Also am Tagesschluss ist dann ein leichter Verlust geblieben. Aber das konnte ich kompensieren. Und wir sehen hier, wenn wir das im, das ist der Stundenchart, wir sehen hier mehrere Auflieger an dieser Trendlinie. Da auch natürlich der letzte auch wieder. Also da wusste ich, ja, da dreht es und da konnte ich dann wieder ein bisschen Geld reinholen. Zwar dann mit dem Dow Jones und nicht mit dem DAX am Abend bis 22 Uhr. Und aber eben das hier, das war an der unteren Range-Projektion. Und da habe ich daraus gelernt, wenn der Kurs hier abprallt, dann darf man, ich bin dann da oben schon irgendwie wieder short gegangen und habe dann massiv verloren. Das war viel, viel zu früh. Ich hätte da wirklich eine Schulter-Kopf-Schulter oder irgendeine Wendeformation abwarten müssen. Jetzt gehe ich da mal ein bisschen nach 5 Minuten. Das ist früher. Da hat man natürlich dann viel längere Strecken. Ein Moment. Ah, da bin ich wieder zu weit hinten. Wo war das? Ja, das war hier. Also Short. Das ist wichtig, dass man das erst, ja, das ist erst hier um 11:55 Uhr gewesen. Das heißt, es ist nachher gerade ausgegangen, also erst um 1 Uhr. Und das ist halt das Unangenehme. Man muss so eine Figur aussitzen. Meine Frau hat dann geschimpft, ja, warum ich noch um 1 Uhr trade? Ich habe doch gesagt, ich trade nicht so lange. Ich trade nur bis 1 Uhr. Und erst da kam die Gelegenheit, da diesen Verlust, den ich hier gemacht hatte, zu kompensieren. Also leider geht es beim Traden immer darum, ein Muster abzuarbeiten. Da konnte ich dann wieder das alles wieder einholen. Da gab es dann die zweite Gelegenheit. Das war um 15:15 Uhr, da ein massiver Absturz. Und da gab es dann am Abend nach 17:30 Uhr, wie so üblich, wieder der Anstieg und eine gute Gelegenheit, da wieder etwas reinzuholen. Also ich glaube es fast nicht, aber es ist wirklich so, wenn man einen Verlust macht, dann muss man halt einfach, man darf nicht einfach schließen und weggehen, sondern man muss ein Auge drauf werfen, wann die Gegenbewegung kommt. Und dann durch die Gegenbewegung kann man das wieder reinholen. Aber das war natürlich ein massiver Fehler. Jetzt zeige ich den noch im Film. Ganz dumm ist das gewesen. Ich starte ihn. Hier sieht man die Zeit. Es ist kurz vor 9 Uhr. Ich habe da schon 25 bin ich im Plus von morgen. Und da bin ich schon vor 9 Uhr eingestiegen. Das sollte man an und für sich nicht machen, aber manchmal ist es halt dann um 9 Uhr schon zu spät und bin ich jetzt da auch im Minus. Den Stopp habe ich da sehr hoch gesetzt, weil man muss sich vorstellen, wenn da die um 9 Uhr die Börse eröffnet, ist das wie wenn ein Staudamm bricht. Also es wird einfach Geld reingeschwemmt. Und es gibt dann Wellen, massive Wellen. Und sehen wir jetzt.
Da bin ich minus 8, minus 9. Also eben, das war der Freitag, der 4. Sind wir da wieder? Wir sind jetzt etwa 5 Minuten, 9.55 Uhr. Ich spule ein bisschen, dass wir da ein bisschen rascher kommen. Neun Uhr achtundfünfzig. You have crossed. You have crossed. Ah nein, ich bin da vorher noch rausgegangen. Das ist an und für sich clever. Da konnte ich noch einen kleinen Gewinn. Ich bin also auf plus 27 gewesen. Und jetzt, man sollte wirklich da flat sein um 9 Uhr. Und jetzt beginnt so, ich bin jetzt genau flat um 9 Uhr. Neun Uhr 59. Bin ich schon eingestiegen. Short. Jetzt ist 9 Uhr, jetzt wurde die Opening Range gezeichnet. Also es ist die Dimension der ersten Stundenkerze und jetzt müssen Sie mal schauen, wie das präzise stimmt. Der Kurs geht da genau an die Projektion und ein bisschen unter das Vortagestief und spickt dann nach oben. Und da passiert mir der Fehler. Ich bin da zu früh wieder short gegangen. Es ging rauf wie eine Sau. Und ja, das war natürlich ein massiver Fehler. Ich bin da nämlich schon auf plus 60 gewesen. Steige jetzt ein mit 1,1. Wir haben hier sozusagen ein doppelter Support, das Vortagestief. Und die OR-Projektion, also hier die Projektion der Stunden. Stundencharts. Da schon ein bisschen Gegenwehr der Bullen. Ich bin zwar schon auf 44, weil ich dazwischen, da habe ich glatt gestellt. Also dieses Beispiel hat mich auch gelehrt, mehr auf diese Indikatoren zu achten. Das ist aber wirklich wichtig, weil also erstens mal die untere Opening Range, die ist immer ein sehr harter Widerstand. Es geht dann oft, wenn der Support sehr hart ist, dass zuerst der Kurs nochmals zurückgeht und erst dann runter. Das ist jetzt anscheinend nicht der Fall. Bin jetzt da nur mit 0,1 Short, mit wenig. Jetzt mit 0,6, ich habe noch 0,5 nachgeworfen. Und ihr seht jetzt da beim Pre-Day Low, da plus 20, plus 26, also nur mit 0,6. Ja, und jetzt sollte ich eigentlich glatt stellen. Jetzt wendet der Kurs urplötzlich. Ja, da sehen wir das Request Adding. Das heißt, die
Der Broker ist relativ langsam. Und das kommt der Request Adding. Und jetzt habe ich da nur noch 0,1 drin. Das geht jetzt noch ein bisschen. Und jetzt kommt dann die Katastrophe. Also es gibt eine Wende und ich gehe dann noch mal short, weil ich denke, ja, das ist noch nicht fertig. Ich bin jetzt da nur noch bei 0,1 drin. Also da ist einfach Geduld gefragt. Warten wir da noch ein bisschen ab. Also da ist jetzt wirklich ein harter Boden. Und da habe ich dann massiv verloren. Also das Pre-Day Load, das ist immer ein Support. Wenn der zusammenfällt mit der Opening-Projektion hier zum Beispiel, dann muss man wirklich verdammt aufpassen. Oder einfach Geduld haben. Man könnte jetzt, geschickt wäre es jetzt gewesen, noch Long einzuschauen. Bin jetzt da auf 68. So viel ich weiß, bin ich jetzt da nicht mehr Long gegangen. Ja, noch ein Limit. Ich rechne damit, dass es noch weiter nach unten geht. Nochmals das Request Adding, nicht sehr gut. Langsamer Broker. Doch, jetzt geht es nochmals nach unten. Also ich bin da, glaube ich, schlussendlich auf über 70 gewesen. Es wäre vielleicht auch eine Idee, wenn man mit diesem wenigen Kapital, da nicht mal mit 500, wenn man da 70 gemacht hat, dass man dann für den Tag aufhört. Aber das kann ich meistens nicht. Ich möchte immer fast verdoppeln und das geht dann manchmal in die Hosen. Würde eigentlich ausreichen. Ich hätte hier natürlich mich ruhig stellen können. Ich bin da immer noch short. Ich rechne immer noch mit einem... das ist jetzt der Fehler. Ich bin jetzt auf 68. Ja. Da einfach glattstellen und flaggt fertig. Geht da vielleicht jetzt noch ein bisschen nach unten. Ich ziehe sogar den Stopplos noch weg über die Opening Range, weil die untere Opening Range meistens ein sehr starker Widerstand ist. Meistens geht der Kurs so, geht hinunter, aber meistens nicht hier hinunter, hier nach oben und dann wieder weiter. Aber das war jetzt wahrscheinlich nicht der Fall. Mal schauen, was da jetzt passiert. Ja, eindeutig, das hat Kraft. Hätte ich längst schon minus 25, minus 30. Da ist zu viel Kraft vorhanden. Da müsste man raus. Wir sehen da in den Parallel-Asset US 500 und US 30, dass es da auch sogar über die Opening Range rausgeht. Jetzt fällt es nochmals runter. Wir sehen da schon fast eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Ganz schwach ausgebildet, fast nicht sichtbar, fast eine V-Umkehr. Und da, wenn ich jetzt da mal ein bisschen weiter spule, da bin ich schon auf minus 94. Also da ganz eine Schulter, Schulter, Kopf, Schulter, man sieht es fast nicht und wieder rauf. Massiver Fehler. Und ich wurde dann hier oben nochmals ausgestoppt mit fast 200 Verlust und ich konnte das eigentlich erst dann um 1 Uhr kompensieren. Ja, und eben wichtig, die Kreuzunterstützung von PDL und Projektion ist einfach zu beachten. Es
ganz wichtig. Und eben da Schulter, Kopf, Schulter, extrem wichtig, dass man das beachtet. Und meistens, wenn wir da über den V-Web kommen, wie überall da, dann ist es long, dann sollte man hier wirklich nicht, da bin ich viel zu lange short gewesen. Man sollte über den V-Web sehr vorsichtig sein. Man sollte dann wieder eine Schulterkopf-Schulterformation sehen, um wieder short gehen zu können. Gut, das wollte ich zeigen. Also wichtig, erst nach einer Formation long gehen, zum Beispiel einer inversen Schulter-Kopf-Schulter. Nicht drin bleiben, nicht zu lange drin bleiben. Kreuzunterstützungen beachten, wie zum Beispiel PDL und Opening Range Projektion. Okay, das war's bei Swiss Trader. Tschüss.